Herzlich willkommen, Freunde, Farid am Start. Heute wieder mit einem wöchentlichen Vlog, was hier so in der Werkstatt abgeht, was wir so zu tun haben, was wir so machen, hier treiben. Genau. Und zwar stehe ich gerade hier vor einem N63. Das ist da so ein V8 Biturbo. Das ist der aus dem X6 Hybrid stammt. Den habe ich gekauft und der stammt aus dem X6 Hybrid. Wir haben jetzt den ganzen Kabelbaum schon alles abgebaut. Und die ganzen Anbauteile, die halt dran waren. Hier habe ich jetzt schon neue Steuerketten eingezogen. Ich habe hier die Ventilschaftdichtung gemacht, ich habe die Steuerzeiten eingestellt. Genau, wenn man hier oben reinguckt, sieht man halt ein Stück von der neuen Steuerkette und von der Gleitschiene hier oben. Das kann man noch erkennen. Genau, als nächstes wird dann halt sauber gemacht und dann müssen wir halt, also der Motor kommt in einen 7er rein. Also er stammt aus dem X6 und wird als nächstes im 7er eingepflanzt. Der 7er steht draußen, den zeige ich euch gleich. Ja, genau, das zu dem Motor. Also ich muss ein bisschen mehr ausholen, weil es dann ein bisschen Strecken erklären. Ihr wisst ja, die 408 PSer sind ja nicht gerade die besten Teile. Dadurch, dass sie halt so oft kaputt gehen, sage ich mal, ne, diese Steuerkettenprobleme haben, Ölverbrauchprobleme haben durch die Ventilschaftdichtungen, und teilweise auch Lagerschäden haben, sind die halt, ich sag mal, ja, vom Unterhalt her sehr teuer, wenn was kaputt geht. Ne? Ja, und wie gesagt, den machen wir immer fit. Also meistens erkennst du ja schon so einen Lagerschaden, so einen beginnenden Lagerschaden, wenn unten in der, wenn du die kleine Ölwanne abbaust, ne? Die hier. Und wenn du hier schon irgendwelche Glitzerteile drin findest. Ne? Aber in dem Fall war es jetzt nicht der Fall, dass da irgendwelche Glitzerteile drin sind. Ich habe jetzt hier auch bewusst die Ölwanne abgelassen. Hier ist jetzt gerade keine Ölwanne dran, weil der X6 hat Allrad und der 7er hat kein Allrad. Das heißt, ich muss die Ölwanne von dem defekten Motor hier anbauen und halt noch die ganzen Anbauteile ranbauen. Genau, weil beim Hybrid ist alles ein bisschen anders. Deswegen muss ich halt von dem normalen hier alles umbauen und dann kommt der in den 7er rein. Das wird jetzt die Tage demnächst passieren, weil der soweit vorbereitet ist, sodass jetzt quasi wir den anderen Motor rausholen müssen und dann halt alles umbauen und den rein. Das war es erstmal zu dem schicken N63. Ansonsten haben wir hier einen F10 525 Diesel. Der kam hierher, weil er nicht anspringt. Ja. Und aktuell springt er immer noch nicht an, aber wir sind auf jeden Fall weiter mit der Diagnose. Es war das Problem gewesen, dass er hat immer angezeigt, dass er keinen Kraftstoffdruck hat, also nicht genügend Kraftstoffdruck hat zum Anspringen. Ne, dann habe ich halt mal geguckt, hinten am Tank mal die Pumpe angesteuert über den Tester und dann zeigt er im Tester an 0,0 bar. Ne, also er baut gar keinen Druck auf. Aber wenn du hier vorne, als ich meinen Finger angehalten habe und gehört habe, hörst du halt, dass hier vorne irgendwas passiert. Ne? Wir haben hier so ein schicken Kraftstoffdruckmesser, den habe ich dann mal zwischengeschaltet beim Vorförderdruck, ne, weil der Vorförderdruck halt nicht hingehauen hat, hat er immer, wie gesagt, 0,0 angezeigt. Ich habe den Kraftstoffdruckmesser angeschlossen, habe die Kraftstoffpumpe angesteuert und siehe da, es kommt Druck, ne? Also haut irgendwas mit der Elektronik nicht hin. Warum kriegt das Motorsteuer kein Signal, dass da Kraftstoffdruck anliegt? Ne? Ja, was haben wir dann gemacht? Habe ich einen Schaltplan rausgesucht, geguckt, okay, Kabel vom Kraftstoff-Niederdrucksensor zum Motorsteuer. Kann ja sein, dass hier Marder drin war. Weiß der Geil, weil das Ding, die Vorgeschichte zu dem Fahrzeug ist, hier war irgendjemand schon dran. Hier fehlen Schrauben, hier sind ein paar Sachen vertauscht und keine Ahnung was. Das Ding ist ein bisschen, ja, nicht mehr so, wie es mal war, sage ich mal, so nett ausgedrückt. Und ja, dann habe ich halt hier den Steuergerätekasten geöffnet, weil ich halt durchmessen wollte. Ne? Hier ist der Steuergerätekasten. Und es sah genau so aus, ne? Alle Stecker drin. Dann habe ich einfach mal alle Stecker wieder rausgenommen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der zweite Stecker halt nicht komplett richtig gesessen hat. Also der war zwar verriegelt und drin, aber der war halt nicht bis zum Anschlag unten drin. Ja, dann habe ich den mal richtig reingeschoben, reingesteckt. Und siehe da, auf einmal zeigt er an, dass du Kraftstoffdruck da hast. Ne? Er hatte auch einen Fehler mit dem AGR-Ventil gehabt die ganze Zeit schon und AGR-Fehler war auch auf einmal weg. Aber kurioserweise springt er immer noch nicht an, hat immer noch den Fehler Kraftstoffdruck bei Motorstart. Ne? Wir müssen jetzt weiter auf Suche gehen, damit wir halt den Fehler finden.
damit der Kunde wieder Spaß an dem Fahrzeug hat. Ja. Übrigens ist hier die Steuerkette auch, die hört man schon beim Starten. Es kann sein, dass hier irgendwas auch mit der Kette nicht hinhaut. Also es können mehrere Fehler sein, ne? Nicht nur einer. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt in dem Zustand quasi in einer anderen Werkstatt war, eine andere Werkstatt auch schon geprüft hat, warum er nicht angesprungen ist und dadurch vielleicht der Stecker nicht richtig drauf war und ich dann halt wieder erstmal einen anderen Fehler gefunden habe, den die Werkstatt da gemacht hat, weil so ein Stecker löst sich nicht von allein und geht ja nicht von alleine raus. Ja, das war es jetzt zum F10, dann muss ich gleich nochmal weiter gucken, was wir hier haben. Gut, hier haben wir noch den FF, 3 Liter Diesel, ne, 530D. Der hat eine große Reparatur bekommen. Neue Lagerschalen, Pleulagerschalen, Hauptlagerschalen, Steuerketten kommen noch neu. Sind nicht dran. Hardyscheibe, vorne die Riemenscheibe, Getriebeölspülung, Kofferraumtaster, ganz wichtig. Glühkerzen, Riementrieb. Also er kriegt sehr, sehr, sehr viel neue Teile. Ja, Glühkerzen. Einmal Strahlen auch noch. Also wir bauen das Ding hier einmal komplett auf. Weil das Ding hat jetzt schon fast 300.000 runter. Ich zeige euch mal eine Hauptlagerschale, wie die aussah. Ja, guck mal. Hier zum Beispiel siehst du es. Hier geht es noch, aber die ist halt. Warte mal, die andere. Ja, hier. Immer da an der Druckstelle. Ne? Kann man, denke ich mal, erkennen, oder? Ja. Auf jeden Fall kriegt er sehr viele Teile neu. Und ja, der will halt sein Fahrzeug noch länger behalten. Dann haben wir E90. E90, ihr wisst, mein Lieblingsmotor, die Vierzylinder. 318i. E90 ist ein N46 Motor und Kunde bemängelt, der verbraucht zu viel Öl. Der Klassiker, wer mich schon länger folgt, ich mache das ja schon ein paar Jährchen, der weiß ganz genau, was der defekt ist. Ich würde sagen, geh einfach mal nach hinten. Ich zeige es euch, dann erkläre ich es euch. Und es müsste gleich eine Wolke zu sehen sein. Da hat man es gesehen, man riecht es auch direkt so einen Silvestergeruch. Genau. Hier sind auf jeden Fall die Ventilschaftdichtungen verschlissen. Und hier werden wir die Ventilschaftdichtungen machen und dann werden wir einen Test später nochmal machen. Aber da wird nichts mehr kommen, weil ich halt, wie gesagt, schon sehr viele Fahrzeuge davon gemacht habe. Ja, genau. Der kommt jetzt gleich auf die Bühne. Ich mache dazu auch separat noch ein Video für die Leute, die es interessiert. Habe ich lange nicht mehr gemacht mit so einem, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt ein E90-Video mit Ventilschaftdichtung? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall reißen wir ihn gleich auseinander und machen die Ventilschaftdichtung. Ja, was haben wir noch Schönes da, was man euch zeigen kann? Ja, hier haben wir noch was, ein E92, auch ein 318i, N43 Motor. Ganz kurios, hier ist, der kam eingeschleppt. Und wir haben den Motor mal versucht mit der Hand zu drehen. An einer Stelle geht er halt schwer zu drehen. Und haben wir mal reingeguckt, auch endoskopiert. Der vierte Zylinder ist aus das Ventil reingefallen. Ich kann euch vielleicht mal eine Instagram-Story einblenden, da seht ihr das dann. Am vierten Zylinder ist das Auslassventil, eins ist reingefallen, hat da halt, ist halt uncool, ein Auslassventil im Brennraum zu haben. Ist halt ein bisschen, also liegt in Einzelteil halt im vierten Zylinder, liegt halt das Auslassventil. Und hier werden wir höchstwahrscheinlich einen neuen Motor einbauen. Ne? Ist gerade noch alles in Klärung mit dem Kunden. Wenn es soweit ist, werde ich hierzu auf jeden Fall safe auch ein Video machen, weil es wird ultra spannend. Wenn wir den Motor öffnen, das sieht aus wie, wie sagt man so schön? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie Dresden 45 sagen immer viele, ne? Weil es halt komplett zerstört ist. Ne? Ja, genau. Das zu dem. Schade eigentlich. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie er runter hat. Hier sieht man ja noch einen ADAC-Bericht. Aber ich glaube, der Kilometerstand steht nicht drauf. Nee. Genau. Ansonsten haben wir noch was Cooles da. Den N63, den ich euch ja am Anfang gezeigt habe, das ist der 7er. Ne? Der hier. In den Wagen kommt der Motor rein. Ja, wir werden ja halt den Motor, wie gesagt, hier einpflanzen. Das Problem bei dem war gewesen, dass der Kunde auf der Autobahn gefahren ist. Ich glaube, der war in München oder so und auf dem Rückweg ist dann ein Schlauch gerissen vom Ölkühler. Der ist gerissen und der Kunde ist halt statt direkt auf den Standstreifen oder direkt anzuhalten, ist er halt mit zu wenig Öl. Ich weiß nicht, wie weit er noch gefahren ist, aber wenn so ein V8 auf Temperatur ist und hat er auch ein paar Teile mehr als ein Vierzylinder, sag ich mal. Und es wird alles auch ein bisschen heißer als mit einem Vierzylinder. Ne? Ist halt so ein riesen fettes Eisenschwein, der Motor. Und
wenn du da halt ohne Öl fährst, das mag der gar nicht. Ja, und der ist halt noch weiter gefahren. Also ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit er noch gefahren ist, aber auf jeden Fall ist er so weit gefahren, dass das Ding irgendwann ausgegangen ist von alleine. Also muss irgendwas gefressen haben, es ist auf jeden Fall irgendwas Größeres defekt. Deswegen haben wir gleich gesagt, Austauschmotor, weil es hat, bringt nichts. Also gerade die N63, die mit der empfindlichsten Motoren, meiner Meinung nach, von BMW, die 408 PSer. Also jetzt nicht die anderen, ne? Also die 449 PSer sind auf jeden Fall besser als die 408 PSer, aber die, wie gesagt, die sind halt sehr zickig und gerade gut bei, ist ja egal bei welchem Motor, wenn du, egal bei welchem Motor ohne Öl fährst, ist halt und länger fährst oder noch weiter fährst, noch ein, zwei Kilometer, drei Kilometer fährst, ist bei jedem Motor ein Ende, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber beim N63 würde ich halt, wie gesagt, direkt rechts rüber und anhalten, ausmachen, weil das geht nicht gut, das geht safe nicht gut. Das Problem ist aber auch halt die Kosten. So ein N63 ist ja auch nicht gerade billig, so ein V8. Und ja, jetzt haben wir uns entschieden, wie gesagt, dazu hier einen neuen Motor einzubauen. Den werden wir jetzt nächste Woche reinnehmen, werden den Motor rausholen, alles umbauen und dann werden wir das Ding wieder starten. Ne? Genauso wie mit dem M4. Zwar eine bisschen andere Story, wenn wir schon gerade hier stehen. Der hat einen Unfall gebaut. Ich weiß nicht, ob er schuld war oder der andere schuld war. Auf jeden Fall ist die Front defekt von dem M4. Und da ist auch durch den Unfall, der hat auch einen Ölkühler vorne, Motorölkühler. Dadurch ist das Öl rausgelaufen und wahrscheinlich wollte er noch irgendwie schnell an die Seite ranfahren, parken. Was ist passiert? Der Motor, der dreht zwar, aber springt nicht an. Und da habe ich halt nachgeschaut, warum er nicht anspringt. Der kommt übrigens aus einer anderen Werkstatt. Der war nicht bei mir, der war in einer anderen Werkstatt, um die Front zu reparieren. Die andere Werkstatt hat da die Kühler ersetzt, alles ersetzt. Und dann meinten die, hey, der springt nicht an, guck mal bitte nach. Dann wurde das Auto hierher geschleppt. Ich habe reingeguckt, ich habe den Ventildeckel abgebaut und dabei habe ich gesehen, dass die Nockenwelle halt gefressen hat. Die ist blockiert, die ist fest, die Nockenwelle, komplett fest, die dreht sich nicht mehr. Aber und die Warnus hat halt das Zahnrad, also die Warnus selber hat halt die Schraube abgerissen, ne? Die Zentralschraube von der Warnus. Somit haben wir hier auch einen Motorschaden, ne? Der braucht auch einen neuen Motor. Ne? Untenrum dreht zwar alles Kurbelwelle und so, ne? Kannst drehen, aber oben Zylinderkopf ist ciao. Ansonsten zeige ich euch noch meine neue Errungenschaft. Wir haben aktuell echt viele Fahrzeuge hier. Also wenn ich hier wirklich auf jedes Fahrzeug jetzt eingehen würde heute, dann würde das Video locker mehr als eine halbe Stunde gehen oder noch länger sogar. Ich gehe jetzt einfach nur auf die erstmal spannende Sachen ein. Unter anderem jetzt, wie gesagt, das Jetski. Ich war jetzt am, wann war ich weg? Dienstag. Ja, ich habe das Jetski komplett neu geholt. Dafür bin ich 1200 Kilometer an dem Tag gefahren mit Robert zusammen, weil alleine hätte ich es nicht geschafft, 1200 Kilometer am Stück zu fahren. Wir holen es mal raus. Ich wollte es eh noch sauber machen, weil es ist durch die Fahrt nach Berlin. Es hat geregnet die ganze Zeit. Es hat die ganze Zeit geregnet. Das Jetski ist halt mega dreckig geworden. Und ja, ich mache das jetzt noch sauber. Ich zeige euch das Ding noch ein bisschen. Ein, zwei Sachen erkläre ich euch. Genau, das ist meine neue Errungenschaft, mein neues Spielzeug. Das ist quasi das gleiche Jetski wie das alte, nur halt neuer, ne? Weil das alte war ein 2019er, das ist ein 2023er. Zur Leistung auch 300 PS, wie das alte ist. Davor hat er auch 300 PS. Ja, was er der zum Beispiel eine Ausstattung hat, der hat ein Lautsprechersystem. Ne? Kannst Musik hören, kannst dein Handy verbinden über Bluetooth. Du hast hier drin auch, hier kannst du dein Handy reinmachen. Ist wasserdicht alles. Hier hast du noch zum Handy laden, hast du ja auch noch USB. Dann hast du hier noch, mach ich mal das mal zu. Was gibt's? Hier ist ein Kofferraum noch, kannst alles mögliche verstauen, das Feuerlöscher hat man da noch am Start. Ja. Großer Stauraum, ich würde schon fast behaupten, größer als das ältere, als mein altes Jetski. Ja, dann haben wir hier, ist hier noch ein Reservetank drauf, ne, kannst halt noch 20 Liter Sprit mitnehmen, ist mit so einem Schnellverschluss, kannst du abmachen, papp, und dann da vorne direkt reinkippen. Hier für Wasserski. Kannst du hier hinten noch ranmachen, kannst Wasserski fahren. Und ja, ist komplett neu, 0 Kilometer, 0 Betriebsstunden. Das jetzt durchs Abholen, durch den Regen fahren und so, ist es halt staubig geworden. Und ich mache das jetzt einfach einmal sauber. Und am Wochenende fahre ich damit das erste Mal. Ich bin echt gespannt, wie das Ding fährt. Aber ich denke mal, es wird von der Leistung her, okay, der ist jetzt ein bisschen schwerer als das alte, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das alte wiegt, aber der wiegt 375 Kilo, wiegt das Ding. Und ist 3,45 Meter lang
Und das ist, der andere war ja ein RXP, das ist ein RXT. RXT ist halt ein bisschen länger, ist 3,45 Meter lang, das Jetski, ist schon sehr wuchtig, sehr groß. Das andere ist halt ein bisschen kürzer. Und man darf hier mit bis zu 3 Personen drauf sitzen. Ne? Man kann das hintere Teil von der Rücksitzbank abmachen, dann kannst du ein längeres Stück drauf machen, dann können 3 Leute auch drauf sitzen. Ne? Aber ganz ehrlich, ich zu dritt, also ich finde schon zu zweit fahren ist uncool. Immer alleine fahren. Alleine fahren ist am geilsten, ne? Weil das am besten fährt, sage ich mal. Genau, ich würde sagen, ich bin raus, meine Freunde. Peace.